Mit diesem Video wollen wir Ihnen einen ersten Eindruck vermitteln, wie die Testvorgabe und Testauswertung mit dem Wiener Testsystem abläuft. Bevor eine Person getestet werden kann, muss sie vom Testleiter im Wiener Testsystem angelegt werden. Dies geht am einfachsten auf der Karteikarte Probandenliste. Dabei werden Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Bildungsgrad und die Sprache der Testperson eingegeben. Die Tests sind in bis zu 26 verschiedenen Sprachen verfügbar, ohne Aufpreis und ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Nachdem dieser Schritt erledigt ist, befindet sich der Proband in der Probandendatenbank des Wiener Testsystems. Nun kann er sofort oder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt getestet werden. Die Einteilung der Benutzeroberfläche des Wiener Testsystems in übersichtliche und intuitiv angeordnete Karteikarten macht die Orientierung und das Umschalten zwischen den verschiedenen Funktionen einfach. Wir wechseln nun auf die Karteikarte Testanwendung, um die vorzugebenden Tests auszuwählen. Das Wiener Testsystem bietet über 120 verlässliche und messgenaue Testverfahren, darunter Leistungstests, objektive Persönlichkeitstests, adaptive und multimediale Verfahren. Zur Testauswahl bietet das Wiener Testsystem drei Möglichkeiten. Auf der Karteikarte Dimensionen erfolgt die Testauswahl nach inhaltlichen Gesichtspunkten, indem die gewünschte psychologische Dimension ausgewählt wird. Auf der Karteikarte Tests können die Tests direkt durch Klick auf den Testnamen ausgewählt werden. Falls dabei etwas schief geht, können die Tests natürlich auch wieder leicht entfernt werden. Dafür gibt es die Schaltfläche Entfernen. Auf der Karteikarte Testbatterien lassen sich komplette Testbatterien, die bereits vorbereitet wurden, durch einen einfachen Klick abrufen. Testbatterien ermöglichen eine ökonomische Testdurchführung komplexer Fragestellungen. Nun ist es Zeit, den Probanden zum Bildschirm zu bitten. Durch Klick auf Testvorgabe starten wird mit der Testvorgabe begonnen. Alles, was der Proband tun muss, wird ihm erklärt. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird der Proband gebeten, seinen Namen und sein Geburtsdatum zu kontrollieren. Nachdem der Proband seine Identität bestätigt hat, wird die Anleitung zum ersten Test der Testbatterie angezeigt. Nach Ende des ersten Tests geht's gleich weiter zum nächsten Test der Testbatterie. Hier wird die Auge-Hand-Koordination getestet. Dafür benötigt der Proband die spezielle Probandentastatur mit den Hebeln. Das einzigartige Zusammenspiel der drei Säulen Psychologie, Hardware und Software ermöglicht es Schufried, ein großes Spektrum an speziellen Leistungstests anzubieten, die nur mit eigens entwickelten Eingabemedien und Peripheriegeräten durchgeführt werden können.
Am Ende der Testbatterie wird der Proband aufgefordert, sich beim Testleiter zu melden. Nun gehört der Bildschirm wieder dem Testleiter, der nun die Testergebnisse abrufen kann. Zeit ist kostbar. Die Auswertung vom psychologischen Testverfahren am Computer spart gegenüber der händischen Auswertung von Papier-Bleistift-Tests enorm viel Zeit. Schließlich ist das Ergebnis sofort nach der Testung verfügbar, automatisch und verrechnungssicher. Bei der Einzelauswertung stehen die Testergebnisse einzeln für jeden Test der Testbatterie zur Verfügung. Mit dem Schieber wird einfach zwischen den Tests umgeschaltet. Im Kopf der Testergebnisse wird der Proband, der durchgeführte Test, die Testform und der Zeitpunkt der Testvorgabe dargestellt. Die anschließende Ergebnistabelle erhält die vorgesehenen Testvariablen mit ihren Rohwerten und Normwerten. Auch Erläuterungen zu den wichtigsten Testvariablen sind vorgesehen. Um etwas über die Interpretation der Testergebnisse zu erfahren, kann durch Klick auf Interpretation das Testmanual geöffnet werden. Auch verschiedene Optionen lassen sich auswählen. Falls eine andere Stichprobe benötigt wird, kann diese mit wenigen Mausklicks zusätzlich oder alternativ ausgewählt werden. Auf der Karteikarte Darstellung kann der Umfang der Resultatsausgabe modifiziert werden. Für eine genauere Analyse des Testablaufs lassen sich hier zum Beispiel eine Verlaufsdarstellung und ein Testprotokoll aktivieren. Aus den Testergebnissen kann auch auf Knopfdruck ein Report erzeugt werden. Jeder Report besteht in der Regel aus einem fest vorgegebenen Text, der an beliebigen Stellen variable Daten enthalten kann, zum Beispiel Probandendaten, Testvariablen, aber auch Textbausteine, die in Abhängigkeit bestimmter Variablenwerte ausgewählt werden. Falls das Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word auf dem Computer installiert ist, wird der Report gleich nach der Erstellung mit diesem Programm geöffnet und kann dann noch individuell bearbeitet werden. In diesem Video haben wir Ihnen gezeigt, wie die Testvorgabe und Testauswertung mit dem Wiener Testsystem funktioniert. Vielen Dank fürs Zusehen.